Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit zogen Jesus und seine Jünger nach Galiläa. Jesus wollte aber nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er wollte seine Jünger über etwas belehren. Er sagte zu ihnen: Der Menschensohn wird den Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Aber sie verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Sie kamen nach Kapernaum. Als er dann im Haus war, fragte er sie: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander darüber gesprochen, wer von ihnen der Größte sei. Da setzte er sich, rief die 12 und sagte zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in seine Arme und sagte zu ihnen: Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Heute hören wir aus dem Evangelium, was uns Jesus den Jüngern mitteilen will. Er will ihnen auf sie aufmerksam machen, was auf ihm zukommt, der Leidensweg. Und er sagt ihnen auch, was sein wird, wenn er sagt, sie werden ihn ausliefern. Und sie werden den Menschensohn töten. Aber sie verstanden die Worte nicht. Aber sie trauten sich auch nicht fragen, was heißt das? Geht es nicht uns auch oft so, dass wir was hören und glauben, wir verstehen es und wir verstehen es nicht. Und so ist es auch in Jüngern gegangen. Sie haben auch nicht verstanden, was eigentlich Jesus ihnen sagen will. Er wollte sie langsam vorbereiten, was auf ihm zukommt. Aber sie schwiegen lieber. Und dann, wie sie weiter sind nach Kapernaum, hat sich Jesus bestimmt gedacht: Und was haben sie sich jetzt gedacht? Was sind ihre Gedanken? Ihre Gedanken sind weit weg von dem, was er ihnen gesagt hat. Sie haben sich Gedanken gemacht, wer von uns ist der Größte? Wer? Und Jesus durchschaute ihre Gedanken und sagte eben: Wer der Größte ist, nur der, der so ist wie ein Kind. Und wie ist ein Kind? Bescheiden, es ist zufrieden, es freut sich, alle Eigenschaften hat ein Kind. Es verzeiht, wenn ein Streit ist. Und darum nennt er ein Kind in ihre Mitte und will ihnen das eben klar machen. Und der ist eben der, was wie ein Kind ist,
der ist hilfsbereit, ein Kind hilft gleich, es fragt nicht lang. Und so sollen wir sein. Diese Eigenschaften, was ein Kind hat, sollten wir uns Erwachsene aneignen. Dann werden wir eben Dienerinnen sein. Und er sagt auch, wenn wir nicht so werden, werden wir nicht in das Himmelreich kommen. Und wer will nicht, dass er ins Himmelreich kommt? Ein jeder, wenn er ganz ehrlich ist. Es will jeder einen schönen Platz einmal in der Ewigkeit haben. Aber das müssen wir werden, wenn wir eben wie Kinder sind und eben Diener. Und dann werden wir die Ersten sein. Denn die Jünger haben sich ja gestritten um den Platz, wer der Größte ist. Und das können wir nur, wenn wir einander dienen in Liebe.